Willkommen zu unserem Bürgerfest Ö-Turnierspektakel unter dem Motto Heiter, sportlich, bürgernah. Die Bürgerinitiative Perspektiven für Öd organisierte dieses schöne Bürgerfest. Am Morgen des 2. September 2012 mussten erstmal über 60 Stände aufgebaut werden, damit wir unsere Gäste empfangen können. Auf der Mühlengasse und angrenzenden Flächen wurde kräftig gewerkelt, damit die Stände bis 11 Uhr fertig werden. Ja, dann lassen wir den Platz jetzt frei da. Weil ich habe keine Lust jetzt da auf die 25 zurückzugehen. Da müssen wir jetzt hier auch hier irgendwie mal einfallen. Genau, da haben die Kollegen eben gesagt, das reicht, das wäre in Ordnung. Die Gruppe der NABU richtet noch ihren Stand und die Feuerwehr nimmt die gesamte Fläche ab, ob auch genug Freiraum für Rettungsfahrzeuge zur Verfügung steht. Mitglieder der Perspektiven für Öd stehen bereit für die Eröffnung. Unser Bürgermeister Manfred Lommetz ist eingetroffen. Er hatte sich bereit erklärt, die Eröffnung zu übernehmen. Ja, guten Morgen, liebe Öter, liebe Öterinnen. Heute Nierspektakel. Vor einem Jahr hat Perspektiven für Öd die Summer Street durchgeführt. War ein Bombenerfolg. So viele Menschen an einem Tag waren nie in Öd, sodass man eigentlich denken musste, dabei belassen wir es. Sowas können wir nicht stoppen. Aber ich bin heute Morgen hier von der Schule aus kommend hier hingegangen und habe gesehen, heute ist, glaube ich, noch mehr aufgeboten, als es bei der Summer Street war. Es wird heute mit den vielen Dingen wahrscheinlich ein voller Erfolg. Wunderbar, hier dieses Nierspektakel mit der Einbeziehung des Sportes, Tennis, die Nierskampfbahn mit dem neuen Clubheim. Alles zusammen soll heute Öd nach vorne bringen. Dafür verantwortlich, meine Damen und Herren, hier die Perspektiven für Öd unter der Führung von Georg Fasselt, Axel Schulte nicht zu vergessen, und ich bitte herzlichen Applaus für diese Leute. Die ja nicht nur seit heute Morgen 7 Uhr oder am Wochenende unterwegs sind, um das alles hier zu gestalten, sondern der Vorlauf dauerte bestimmt, wie lange, Herr? Ja, also seit Dezember letzten Jahres. Also seit Dezember letzten Jahres sind die Herrschaften hier und die Dame am Arbeiten. Heute das Ergebnis, es kann sich sehen lassen. Ich wünsche allen, dass sie das bekommen, was ihnen zusteht, nämlich einen wunderschönen Tag heute hier in Öd auf dieser schönen Straße mit der Burguder im Rücken. Hiermit, meine Damen und Herren, erkläre ich das diesjährige Nierspektakel für eröffnet. Danke sehr. Lommetz, dass er das hier so toll gemacht hat. Und wir haben ein absolut randvolles Bühnenprogramm. Und darum fangen wir direkt an mit den Niers Boys aus Mühlhausen. Sie werden das musikalische Programm hier eröffnen. Thank you.
Sind sie nicht wunderschön, diese alten Messerschmitt-Kabinenroller? Die IG Öd Mühlhausen und die Perspektiven für Öd verkauften hier Lose mit interessanten Gewinnen. Du hast es gewonnen? Ja. Leute, kauf Lose. Der Topf ist noch voll. Alle Gewinne noch im Topf. Thank you.
Die fleißigen Helfer auf der Niersbrücke bitten darum, von den Fahrrädern abzusteigen, damit niemand gefährdet wird. Sponsoren stifteten für jede gelaufene Runde 10 Cent. Das Ergebnis konnte sich am Abend sehen lassen. Es kamen 500 Euro zusammen. Dieser Betrag wird dem Förderverein des Altenzentrums zur Verfügung gestellt. Ja, probieren Sie es mal zu Hause. Nur mit einem Spiegel versehen, gehen Sie mal rückwärts einen Parcours. Sie werden sich wundern, wie schwierig das ist. Verraten Sie uns, was Sie gesehen haben, Herr Bürgermeister? Der Bürgermeister findet das gut hier, hat er gesagt. Der Verein Älter werden in der Gemeinde Grefrath hatte reichlich Zuspruch, nicht nur von seinen Mitgliedern, auch von anderen Gästen, die sich informieren wollten.
Am Nachmittag herrschte dichtes Gedränge auf der Mühlengasse und den angrenzenden Plätzen. Wir, die Gruppe der Perspektiven für ÖD als Veranstalter, freuten uns über den regen Zuspruch zu unserer Veranstaltung.
Tja, er hat den besten Überblick. Wir bedanken uns bei allen Gästen und den Teilnehmern für ihr Mitmachen und freuen uns, wenn wir sie eines Tages vielleicht bei den Perspektiven von ÖD wiedersehen. Dankeschön.